Hi Leute, hier ist Heikap Christian. Ich bin vor ein paar Tagen in meine neue Wohnung gezogen in Essen, was meine erste eigene Wohnung ist, wo tatsächlich nur ich einen Schlüssel von habe. Und die hat 18 Quadratmeter und ich wollte euch mal zeigen, wie meine minimalistische Wohnung so aussieht. So, man kommt rein und sieht direkt mein Bücherregal mit sehr, sehr, für mich jedenfalls, relativ viele Bücher. Das ist schon, nachdem ich alles aussortiert habe. Bücher, 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 Bücher. Da unten meine Bildbände. Das sind übrigens nur alle wichtigen Dokumente, die ich habe. Die passen in einen Aktenordner. Hier Steckdosen, das Paar Schuhe, die ich trage. Jacke und mein Schal. Da bin ich. Jetzt seht ihr auch mal, wie mein Video-Equipment aussieht. So nämlich. Dann geht's hier weiter. Wenn ich mal so einen Schwenk mache, ich stehe jetzt vor der Tür zum Bad. Ich verliere den Fokus. Wand noch ein bisschen kahl. Bin ja auch erst vor ein paar Tagen eingezogen. Dann ist hier mein Schreibtisch mit einem Rollcontainer, in dem halt so die wichtigsten Sachen drin sind. Also natürlich meine IKEA-Karte. Dann nur so ein paar Zeugs und Kabel. Und ja, im Allgemeinen nicht schrecklich viel Springseil. Geht zu. Dann hier mein Kleiderschrank. Mal kurz reingucken. So, das meiste ist gerade dreckig. Deshalb sieht es da ein bisschen kahl aus. Hier drin halt meine Jacken. Und wie gesagt, Schreibtisch. So, das Wichtigste, natürlich der WLAN-Router, der ist immer am wichtigsten. Schreibtischlampe. Meine Orchidee, ich liebe Orchideen. Meine Oma hatte immer welche und die erinnern mich halt immer an sie. Ein Abreißkalender aus den Niederlanden. Hier dann nochmal so ein paar bisschen Video-Equipment, Locher, die Tasche von meiner Kamera, eine leere Kiste. Heizung mit Handtüchern, die gerade trocknen. Da unten in der Tasche ist meine YouTube-Leuchte drin. Das absolut Geniale hier ist der Balkon. So ist meine Aussicht. Das heißt, da wird in ein paar Monaten alles grün sein. Dann habe ich es auch schön schattig. Und ich habe allgemein sehr viel Tageslicht, was ich sehr toll finde. Das ist auch gut zum Videodrehen. Dann geht es hier weiter mit meinem Bett mit Stauraum unten. Da sind nur leere Kartons vom Umzug und ein Waffeleisen, für das ich noch keinen anderen Platz gefunden habe. Da kommt noch eine Schublade drüber, da wo ihr das jetzt seht. Und da ist momentan meine Schmutzwäsche drin, mein Bett, meine Decke, Doctor Who, die paar Bücher, die ich gerade lese und dieses dämliche Online-Banking-TAN-Generator-Ding von meiner Bank. Das lese ich hier gerade auf Koreanisch. Und das halt gerade auf Niederländisch. Diese Ablage ist sehr, sehr praktisch fürs Handy oder so, wenn ich schlafe. Ich schlafe meistens mit dem Kopf von da bis da. Ach ja, da hinten ist meine Gitarre in der Ecke. Dann hier mein Instant-Pot. Der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Meine Obstecke, das ist gerade das, was ich an Obst da habe. Dann habe ich hier Datteln. 10 Kilo gerade, weil die im Angebot waren. Meine Yogamatte und noch ein bisschen so willkürliches Zeug, also eine leere Flasche Tomatenpassata. Die hebe ich immer auf, weil die tolle Vasen sind. Taschentücher und apropos Yogamatte, ich habe halt hier sehr, sehr viel Platz. Und der Platz ist absolut ausreichend, um Freeletics zu machen, was ich gerade mache. Wenn man das so sieht. Einmal umdrehen, meine Küche. So. Reicht mir auch von der Größe her, weil ich halt sowieso alles mit dem Instant Pot mache. Meine Kaffeemaschine, Milchkanne, Kühlschrank. Alles, was ich brauche. Sriracha ist lebensnotwendig. Senf, Sojamilch, Mandelmus, Sojasauce. Und hier halt das ganze Gemüse. Ups, Scharfstellen. Das ist so meine Müllecke. Da ist mein ganzes Gemüse drin, also Bohnen, Brokkoli, Dattelpaste, ein Stück Feigenbrot, das nur aus Feigen und Mandeln besteht.
Gurke, Zucchini und Pilze und hier halt Obst und Spinat. Hier mein Lagerraum, da ist so ein bisschen alles drin, Radpumpe, Radzubehör, Imprägnierspray, das ich ultra lange habe, Kartoffeln, Plastikmüll und da hinten noch Radzeug. Da kommen wir zum chaotischen Teil. Den habe ich nämlich noch nicht wirklich aufgeräumt. Hier ist mein Vitamix mit Gemüsebrühe, Haferflocken, noch so ein bisschen Zeug. Da oben dann meine einzige Pfanne, die ich habe, eine Pfannkuchenpfanne. Vitamix-Behälter, Linsen und Gewürze. Da oben meine zwei Teetassen. Dahinter drei Gläser, die Silpat-Matte. Meine Schüsseln übrigens, ich habe tatsächlich keine Teller, falls das einer fragt. Ich esse seit irgendwie Jahren nur noch aus Schüsseln, deshalb habe ich halt gesagt, ich brauche keinen Teller. Süßkartoffeln, dann glutenfreie Nudeln, Reis, Essstäbchen, Gewürze, Kaffee, mein Besteck und meine sonstigen Küchenutensilien, da habe ich auch nicht so wirklich viel von. Avocado. Spüle und hier, muss mal Licht anmachen, ist mein Bad, mein Klo, Toilettenpapier, Duschkabine mit diesem Abzug, der leider die ganze Zeit an ist, was nachts ein bisschen nervt, Schwamm mit meinen Seifen drauf, hier bin ich nochmal und halt die, das könnte tatsächlich etwas minimalistischer ausfallen, Wattestäbchen, Barttrimmer. So ein Laschzeug gegen Pickel. Öl, was ich tatsächlich nur für den Körper benutze. Clear-Up-Strips, die ich im Fünferpack gekauft habe, weil die im Angebot waren. Das Deo, das ich irgendwie fast nie benutze. Haargel, Körperhaartrimmer, Laschseife, Heilerde, Kokosöl, Medikament, das runterfällt. So ein Fußcreme, die ich mal geschenkt bekommen habe. Aspirin, Supplemente. Zahnpasta und Zahnbürste und was fürs Gesicht. Und ja, so sieht's aus.